Ich bin Sabine Mergenmeier und bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Hamm und bin seit 7 Jahren bei der Eurobahn Triebfahrzeugführerin. Ich bin vor 4 Monaten Mutter geworden und habe bereits im letzten Monat schon wieder angefangen, einige Stunden zu fahren, weil mir die Arbeit einfach auch sehr viel Spaß macht. Also da ich in dem Standort Hamm arbeite, beginne ich meinen Arbeitstag meistens wirklich auch in Hamm. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich die Büroetage aufsuche, wo eben auch mein Fach ist, indem ich eben auch meine Unterlagen heraushole, die ich für den Tag brauche. Ich melde mich zum Dienst. Ich schaue mir die Pinnwand an, ob dort irgendwelche Baustellen oder Neuerungen sind. Und dann gehe ich zu meinem Zug und übernehme den oder bereite ihn vor, je nachdem, welche Schicht ich habe. Bei dem Vorbereitungsdienst geht es darum, den Zug technisch zu überprüfen. Zum Beispiel, ob die Bremseinrichtungen, die Sicherheitseinrichtungen funktionieren, ob es Beschädigungen am Zug gibt. Unterschiedliche Dinge, die man halt dann wirklich sowohl im Zug als auch außen halt kontrollieren muss. Im Betrieb sind die Herausforderungen sicherlich, sich wirklich dauerhaft zu konzentrieren. Man muss also wirklich immer konzentriert arbeiten. Man muss immer die Augen aufhaben, muss natürlich die Signale beachten, muss darauf achten, dass sich nichts im Gleis befindet. Also man muss wirklich, egal wie lange die Schicht dauert, die kann bis zu 10 Stunden gehen, muss man also wirklich auch immer achtsam sein. Dieser Beruf ist meiner Meinung nach sehr abwechslungsreich. Man hat immer Personen um sich, zumindest bei uns im Personenverkehr, hat man eben auch Fahrgästen zu tun und das alles drumherum. Das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefällt. Ich als Frau, als Triebfahrzeugführerin, werde halt sehr, sehr gerne dann auch schon mal so ein bisschen gefeiert, sodass Leute mich halt ansprechen und sich freuen, dass eben auch Frauen die Züge fahren. Ich habe vor einigen Jahren erfahren, dass bei der Eurobahn Triebfahrzeugführer gesucht werden. Diese Umschulung war schon sehr anstrengend. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass sich das sehr gelohnt hat, weil ich diesen Beruf nach wie vor sehr gerne ausübe.